Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es eine kleine Review. Ich möchte euch gerne die 24K Gold Kollagen Lippenmaske vorstellen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt 8 Uhr mittlerweile. Die Kinder sind in der Schule und es ist immer noch dunkel draußen. Ja, dementsprechend sehe ich auch aus. Ich habe mich jetzt gewaschen. ich habe meine Haut gereinigt und ich möchte euch gerne eine Maske vorstellen. Die werde ich jetzt austesten. Das ist quasi ein First Impression. Und zwar wurde ich gefragt von der Firma Youpini, von der lieben Iris, ob ich nicht Lust hätte, diese Maske zu testen. Ja, ich habe mir das Produkt natürlich vorher erstmal angeschaut. Produktbeschreibung und so weiter, was die alles kann. Und dann habe ich zugesagt und das wollen wir jetzt einfach mal machen. Warum ich zugesagt habe, ist, dass ich mir gedacht habe, so eine Maske, wenn sie das kann, was hier versprochen wird, täte das meinem Lippenbereich sehr gut. Ich hole euch mal näher ran. Genau, das ist also die nackte Wahrheit. Hier sind zum Beispiel kleine Fältchen. Ne, also diese kleinen, ist jetzt nichts Besonderes, nichts Großartiges, aber es sind nun mal Fältchen, die dich deutlich abzeichnen, wenn ich zum Beispiel Make-up auftrage. Dann kriege ich das Ganze in die Fältchen hinein und dann sieht das wirklich nicht mehr so schön aus. Jo. Also, das ist eine Maske. Sie soll pflegen, straffen, nähren, Feuchtigkeit spenden, die Haut beleben, gegen Falten und Fältchen, gegen eine trockene Lippen, für ein junges, gepflegtes Aussehen und volle, sinnliche Lippen. Da ist Kollagen drin, Hyaluronsäure und wie wir wissen, Hyaluronsäure und Kollagen sind Booster, die Verjüngerer der Haut. Die Lippenmaske kommt in so einer Verpackung, beziehungsweise da ist nicht nur eine drin, sondern da sind 10 Stück drin. Und jede Lippenmaske ist verpackt, einzeln verpackt in einem Sachet. Und ja, Folienverpackung wird wohl nötig sein, einfach um das Produkt frisch zu halten. Und man sieht auch schon, dass es gut getränkt ist. Ich vermute mal, dass die Maske selbst doch relativ weich sein wird. Da ist in der Mitte so eine Öffnung zum Atmen. Sprechen wird man dabei wahrscheinlich nicht können. Und die Iris hat mir den Tipp gegeben, dass man die dann auch im Sitzen oder im Liegen auftragen sollte. Ist klar. Ich meine, bei normalen Tuchmasken hat man die ganze Gesichtsfläche, wo sich die Tuchmaske anheften kann. Das ist bei einer so kleinen Fläche eben nicht möglich. Und deswegen der Tipp, sich mal 20 bis 30 Minuten eine kleine Auszeit zu gönnen, den Mund zu halten und die Pflegemaske, die Lippenmaske auf den Mund aufzulegen. Wie soll man sie anwenden? Also erstmal das Gesicht reinigen, dann vorsichtig die Lippenmaske entnehmen und damit den Mund- und Lippenbereich bedecken. Die Maske mit den Fingerspitzen sanft auf die Haut drücken und diese dann 20 bis 30 Minuten einwirken lassen. Man soll die Lippenmaske 3 bis 4 Mal pro Woche anwenden, um ein ganz tolles Ergebnis zu bekommen. Das werde ich jetzt auch gleich tun. Die Ergebnisse werde ich wahrscheinlich nicht sofort sehen, dass da jetzt irgendwie die kleinen Fältchen hier verschwinden.
Ich sehe das immer so, wenn ein Paket, das ist nämlich bei meinen Body Wraps, wenn ihr schon mal davon gehört habt, auch so, ein ganzes Paket ist quasi eine ganze Behandlung. Das heißt, erst wenn diese Behandlung quasi abgeschlossen ist, also 10-malige Anwendung hier in diesem Fall, dann, ja, dann kann man erst beurteilen, ob die wirklich funktioniert, ob sie wirklich das verspricht, was, ob sie wirklich das bewirkt, was versprochen wird. genau, also ich probiere die jetzt erstmal aus und dann melde ich mich gleich nochmal wieder, beziehungsweise ich lege sie jetzt auf und danach werde ich nicht sprechen können. Ihr wisst also, ich verziehe mich dann danach auf die Couch und melde mich dann in 20 bis 30 Minuten wieder. Die Maske lässt sich leicht öffnen und dann nehme ich, mal gucken, wie ich das am besten noch rausholen. Ah, okay. Hier ist nämlich ein Plastikteil, wo dann die Maske in der Flüssigkeit eingelegt ist quasi. Und diese Maske werde ich jetzt herausholen. Sie fühlt sich, ja, die fühlt sich sehr glibberig an. genau. Riechen. Oh, die riecht auch sehr gut. Ja, ein schöner, angenehmer Duft. Und ja, die lege ich jetzt drauf. Also sage ich jetzt schon mal, bis gleich. Maske 30 Minuten lang auf meinen Lippen gehabt. Im ersten Moment war sie sehr kühl und dann hat man auch schon gemerkt, dass es anfängt zu kribbeln. Und dieses Gefühl hielt auch an, dieses Kribbeln. Und es hält immer noch an. Kennt ihr die Lippenstifte, die ein Kribbeln auf den Lippen verursachen und dadurch die Durchblutung anregen sollen und dadurch die Lippen so ein wenig aufpolstern? Die Lippen wirken dann etwas größer und dieses Gefühl des Kribbelns, was man bei diesen Lippenstiften bekommt oder diesen Pflegestiften, das spüre ich im Moment auch, habe ich auch während der Behandlung oder während der Anwendung gespürt und auch beim Abnehmen jetzt. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass die Lippen so ein bisschen aufgepolstert worden sind. Ja, ich werde jetzt erstmal hingehen und meine Lippen abwaschen, so wie es in der Anleitung steht, und dann melde ich mich wieder zurück. Also ich habe jetzt die Lippen abgewaschen und die sind jetzt nicht gepflegt. Das heißt also, ich muss schon mit einem Pflegestift jetzt ganz normal nachgehen. Ja, also es ist eine Maske, die dazu angewendet werden kann, wenn man seine Lippen so ein bisschen, wenn man da die Durchblutung anregen möchte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man sie regelmäßig anwendet, dass sich da eine Verbesserung zeigen wird, was den Faltenbereich hier angeht. Aber wie gesagt, da bräuchte man eine Vorher-Nachher-Bilder und eine längerfristige Beobachtung. ja, also mein Fazit. Ich finde die Maske gut. Es ist aber keine Maske, die jetzt enorm pflegt, ne? Also es ist eine Maske, die einen Effekt zeigen soll,
Man wäscht sich ja dann das Produkt wieder ab von den Lippen und dann kann man mit der eigentlichen Pflege beginnen, zum Beispiel mit einem Pflegestift. Ne? Also die ganz normale Routine anwenden. Man muss aber dazu sagen, dass die Lippenmaske nicht bei offenen Stellen, bei rissiger Haut würde ich auch nicht anwenden. Also wenn die Stellen offen sind, dann kann es sein, dass das anfängt zu brennen. Oder wenn man sich gerade frisch rasiert hat, wenn die Haut sehr, sehr gereizt ist, beziehungsweise wenn sie schon vorher gerötet ist. Und das ist übrigens bei diesen Lippenpflegestiften, die ich gerade erwähnt habe. Ich habe hier einen genauso. Ne? Also wenn ich die jetzt auftragen würde auf eine offene Stelle, würde es auch anfangen Wenn zu ihr brennen. Lust habt, diese Maske selbst einmal zu testen, dann nehmt doch einfach an der Verlosung teil. Jupini hat mir nämlich ein zweites Paket zur Verfügung gestellt, um sie dann an euch verlosen zu können. Ja, wenn ihr die Maske gewinnen wollt, dann stehen die Teilnahmebedingungen unten in der Infobox. Hinterlasst mir einfach einen Kommentar da, indem ihr sagt, dass ihr die Maske gerne gewinnen wollt. Und ja, dann wird einfach ausgelost und eine Person kann sich dann über so ein Paket freuen. So, das war's mit dem Test. Und ich werde mich jetzt fertig machen und dann meinem Alltag wieder nachgehen. Es gibt noch sehr viel zu tun. Einkäufe müssen erledigt werden. Ich muss noch ein Geschenk besorgen. Und somit wünsche ich euch einen tollen Tag. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.